Was hast du für Aua hier, Fußaua? Operation, Schraube drin, Sachen weggeschnitten, hin und her. Grob, grob umfasst. Genau, hier wieder zum Drug Dealer in New York. In New York. Laber. Nee, echt, echt so. Echt so, ich kann bei beiden Füßen nur den Groß- und den Kleinzeh bewegen. Es geht zwar ein bisschen mehr mittlerweile, aber ist echt so. Bin Terminator, weil Schraube in Fuß. K sogar nur. Krasse Sache. Aber nehmen wir schon den Skyline. Klar, auf jeden Fall. Habe ich sogar noch 8,9. Full Stock Car Purchased. Oh. Muss ich jetzt das Street Kit noch holen, wa? Owned. Nice. Street und Dirt Kit, muss ich es extra kaufen? You want to fast travel to the car? Ja, klar. Jo. Nee, nee, nicht, nee, nee, nicht gebrochen. Hat aufgehört im Knorpel Blut zu fließen. Knorpel ist abgestorben. Musste rausgenommen werden. Aufgestürzt, einiges weggebrochen, umgebogen, Schraube rein und so weiter und so weiter. Kaufe ich erstmal ein Straßending. Aber eigentlich ist doch das Skyline ist doch viel besser, wenn du das Dirt-Paket hast, wa? Das Dirt-Paket kostet mal auch 4,4, oder? Das kostet 9000. Okay, habe ich nicht mehr. Macht er nichts. War erstmal eine Straßenmission leichter. Jetzt teste ich mal auf jeden Fall dieses Event von vorhin. Aber ich glaube nicht, dass ich das Event noch finde. Von vorhin. Mit diesem Speed hier, war das da? Ne, Shakedown ist doch dieses andere. Egal, machen wir es mal mit dem Auto einfach. Fast Travel. Oha, ist das einfach so passiert oder was hast du gemacht? Ist, die Ärzte sagen, ist Pech passiert. Ist Pech. Das habe ich mir so angehört. Alles einfach so passiert. Ach scheiße, das ist eine Story-Miss und ich bin ja auch doof. Muss alte Events fahren, okay, ich bin ja auch doof. Bin ja auch doof, ey. Ich wollte es ja gar nicht fahren, ich wollte ja hier. Ich habe einfach was blinken sehen auf der Karte und habe mir gedacht, geile Maat. Ja, aber schon schwierig die Sicht hier bei dem Auto so. Aber es geht, es geht. Das ist mit dem durchs Wasser durch hier, oder? Ja. Aber schöner Sound, meint ihr nicht auch? Finde ich zumindest jetzt. Ich hätte mir das Kers für bergauf aufheben sollen. Ja, nee, nachher nähe ich deine alte. Ich meine, nachher gibt es hier mit der Nagelpistole eine rein. Ja, nice. Dann habe ich echt an Dörte. Super, hä? Hey.
Schön, das Auto ist Porno. Mission complete. Oh, gute Besserung, merci. Das wird schon irgendwann, muss dort eine Zeit lang. Würde ich auch sowas haben? Fick, mich würde. Mich würde ich alles hassen. Deswegen habe ich bei Twitch angefangen, weißt du? Wieso kriege ich jetzt für dieses Auto? Ich möchte aber. Ich möchte nicht für meinen Nissan, sondern für meinen Skyline das bekommen. Na gut. Besonders nice. Das ist der. Ach so, nur geändert. Ah, so krass, aber. Was ist denn das für ein Set? Ist das ein. Das Dirt-Set ist es aber nicht. Das ist anders. Oder ist es das Dirt-Set? Okay, Hurst, this thing's a peach. All I needed to hear. My tuner will pick it up. Appreciate it. Nicht für meinen Nissan, für meinen Skyline willst du das haben. Ja. Jumpskill, geben wir es trotzdem, oder? Ist wohl ein stärkeres Set, aber ich habe doch vorhin auch Ding geschafft. Silber, ich hatte doch schon Silber. Also weiter hier. Ja, da sind ja öfters Bären, solche Sachen. Hirschen. Hirschen. Hirsche. Maserflower. Was da los? Boah. Was ist das? Ich hab nichts mehr gesehen hier. Gearbox Part 1. Schon, gell? Natürlich ist es viel besser, das Item. Aber wir wollen doch Gold haben. Wenn wir schon so einen schönen Skyline haben, machen wir. Oder versuchen wir zumindest einiges auf Gold zu fahren. Jetzt habe ich mich schon so dran gewöhnt, an dieses Rückwärtsfahren. Also mache ich es auch mit dem. Alter, wo fliegt denn der hin, ey? Bis hier in die scheiß Mauer da. In die Brückenmauer. So, wunderbar. Ist besser als das Teil. Deswegen, um das Beste rauszuholen aus den Events, muss man schon Gold kriegen. Und du sagst, es gibt Platin? Gibt es das, wenn du. Gibt es das, wenn du überall. Gold hast noch extra oder kommt es erst bei der Vollversion mit Platin dazu? Haben wir schon komische Fragen stellen, der Gags hier. Was ist denn hier? Was ist das? Hillclimb. Oh nee, das ist böse. Ach du Kacke. Mal testen. Ist ja eh nicht mit dem Auto dann, oder? Oder doch? Denk Platin, wenn der Feuer freigeschaltet. Jo, das passt bestimmt. Autofahren. Ich darf mein ganzes Geld nicht für Nutten und Koks ausgeben, damit ich auch mal so ein Auto fahren kann. Ja, da musst du dich aber ranhalten, du. Hast diesen Monat bestimmt wieder voll reingehauen. Ist heftig, ja. Deswegen. Genau, das habe ich letztes Mal nicht verstanden. Der Bot fährt gar nicht da lang. Also der, ich sag mal Bot, das ist aber der Geist. Was war denn das? Der fährt gar nicht da lang, kriegt trotzdem Gold. Weil er schneller am Berg ist und deswegen mehr Punkte kassiert. Ach nee, warte. Soll ich nicht mehr Dirt fahren? Aber ich habe gar kein Dirt-Spec für das. Ha, ich habe kein Geld für Dirt-Spec. Wie ist der Flag? Boah, wow, wie das mich aufschaukelt, Alter.
weiß, ich habe alles verpasst, aber ich schaue erstmal, wie man hier hochkommt am besten. Das ist doof, wa? Also nochmal. Nochmal mit der Sicht mal kurz. Muss man nie zu vielleicht für bergauf aufsparen. Da bockt sich direkt auf, gell? Klar. Aber wie kann denn dieser komische Bot dann direkt so ab links abbiegen, hey? Naja. Wäre das Gold gewesen noch, was geschafft hätte? War jetzt gar nicht so schwierig. Ich bin halt nur falsch abgebogen. So, nochmal. Müssen wir aber dann schauen. Also echt so, dass du mit jedem Fahrzeug nochmal das Event fahren musst, um dich zu equippen? Naja, es ist ja eigentlich nicht so schlimm eigentlich. Du möchtest das Fahrzeug ja eh fahren und testen. Geht das nur darum, wenn du das Fahrzeug kaufst, nur für ein Event? Nein, 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 Mother Flower hier. Ich muss von der Seite kommen, ich muss weiter. So wie der Bot fährt, muss ich probieren zu fahren. Ich muss von der Seite fahren, dass ich über den Hügel zu springen. Beste Beschleunigung aus dem Wald heraus. Wo hat man das denn nicht? Ich kriege jetzt schon fürs erste viel mehr Punkte hier. Wow. Nein. Ach man. Jetzt bin ich da so blöd weggerutscht nach unten, dass ich das nicht mehr tragen konnte. Jetzt gehst du auch mal aufs Klo. Ich gehe oft, ja. Ich gehe nicht oft aufs Klo, muss ich sagen. Zu oft. Eine schwache Blase. Muss hier den scheiß Winkel richtig erwischen. Hab ich es erwischt? Hab ich es erwischt? Jawohl, habe ich erwischt. Wow, 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 wow. Bam. Wunderbar. Der Gag sitzt auf der Toilette, deswegen Tischcam. Wie lange hast du für den Skyline gebraucht? Der kostet ja sau viel, oder? Ich habe ihn für 75k gekauft. Du kaufst dir diese, du setzt diese Punkte bei den Perks ein, dass die ganzen Teile bei den Händlern billiger sind. Der kostet mal 102, aber mit den Perks, die du reinsetzt, damit alles bei den Händlern billiger ist, kostet nur 75k. Ich habe ein paar Events gefahren. Ich bin jetzt gar nicht so viel gefahren hier. Ich bin mehr so rumgefahren, ein bisschen gecruised, um zu chillen mit euch. Jetzt fahre ich dann die Events noch mehr ab. Also wie gesagt, du musst dann in dein Hauptquartier und die Punkte investieren. Zweite Reihe, die letzte. Ja, und dann kannst du das Auto billig kaufen, weil dann ist alles sehr viel billiger, glaube ich, 30%. Was denn jetzt? Ach so. Ich bin aus Versehen zu so einem Teil dahin gegangen, okay. Hey Tiger, grüß dich. Ach, jetzt andersrum hier. Ach nee.